Willkommen zurück, Let's Play Final Fantasy 13. Der Kampf ist zu Ende, die Kiste wartet, oder zumindest ein paar der Kisten. Weil wir haben hier noch mehr davon, die wollen wir alle sammeln, alle, alles her damit. Komm mal, sammle Kiste. Kiste. So, Stinklauch-Kramzeugs, super, sehr lecker, appetitlich. Finde ich klasse. Was mag da sein? Oh. Komische Fischköpfe. Komische, stinkende Fischköpfe. Im Primitivschlag! Wahaha, super. Auf jeden Fall erstmal auf die großen, hässlichen Viecher. Nein, auf die hier. Bam! Schock, perfekt. Halten viel aus, holen auch neue. Uncool, absolut uncool. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Viecher noch viel, viel uncooler sind. Ja, Fang hat Gemach bekommen. Aber gut, Gemach ist schon wieder... Und das ist es nämlich. Die holen wieder neue. Die holen wieder neue, oder? Der hat komisch gekrächzt. Oh nein. Noch viel dreister. So. Ah, es war so klar, dass irgendeiner wieder es schafft, diesen kleinen Drecksack von Hope ins Nichts zu katapultieren. Ja, wie ich schon gesagt habe, es ist halt einfach so, Hope kämpft am besten aus der liegenden Position. Ist ja auch verständlich, kann ja sonst nichts anderes. Nee. Echt, dieser Typ, der geht mir so langsam tierisch auf den Senkel. Ich habe da so keinen Bock mehr drauf. Bin wirklich schon am überlegen, ob ich nicht für Hope einfach mal Zess reinpacke oder so. Deswegen ein cooler Charakter. Der hat zwei Pistolen und keinen Bumerang. Ich meine, wie alt ist der? 3? Dass er so begeistert ist von Bumerangs? Der kommt wieder zurück. Ich habe ihn gefangen. Guck mal, Freunde, was ich kann. Ich kann mit einem Bumerang werfen. Wo. Kleiner Moment mal. Erstmal gucken. Ja, genau. Hier war nämlich noch eine Kiste. Hydro-Schild-Kreole. Okay, ich muss... Ach, da unten... Oh, super. Sind wir eigentlich schon ziemlich weit gekommen hier gerade. Eigentlich nur diese Kisten hier einsammeln und dann geht es eigentlich schon fast weiter. Weiter. Hopp. So, die Kiste kriege ich sogar ohne Kampf anscheinend. Perfekt. Nasenbärschuppen. Ah, da hinten ist noch eine Kiste. Und die komme ich hier wohl nicht mehr ganz so einfach, wenn ich mir so angucke. Gut, gar kein Problem. Ich habe gegen diese Deppen hier schon mal wieder eine grandiose Idee. Ich fange hier nämlich erstmal an, ein paar Debuffs und Buffs zu verteilen. Während ich hier ganz gemütlich anfange, meine Freunde hier durchzuheilen. Und hoffe natürlich, dass das so klappt, wie ich es hoffe. Oh, was ein Zufall, super. Lightning hat gerade eben einen dreckigen Debuff bekommen. So, Hope, du darfst auch noch ein bisschen mehr machen. Außer hier irgendeinen komischen Scheißkasten, den keiner interessiert. Was haben wir hier? Schwäche, Feuer, Schwäche, Blitz, das ist schon mal ganz gut. Wasser, immun, Eis wird absorbiert. Das sind so Sachen, die sollte man wissen. Ich gehe mal ganz gerne das erste Mal recht blauäugig in einen Kampf rein. Aber wenn ich mir das so angucke, wenn ich jetzt noch mal ein bisschen Protest bekomme... Von dieser Pfeife. Dann wäre ich noch um einiges glücklicher. Ach, wozu Protest? Hallo. So ein Schwachsinn. Protest. Wir brauchen Protest. Oh, endlich. Protest. Yeah. So, dann können wir jetzt auch endlich mal loslegen hier. Rums. Ab auf die Nose. Die letzte Kiste muss auch noch uns gehören. Ich darf nicht ohne dieser Kiste weg.
und erfolgreiches Geplänkelgeballer hier. Zack. So, ist schon ganz gut gewesen, dass ich noch einmal kurz gebufft habe. Dadurch geht das hier noch ein bisschen zügiger. Wir machen mehr Schaden, in egal welcher Richtung. Wir machen mehr Feuerschaden, mehr Eisschaden, mehr Magieschaden, mehr physischen Schaden. Wir kriegen weniger Schaden. Wir geben Schaden zu Sonderpreisen, nämlich gratis, und nehmen uns eine Kiste dafür. Ach ja. So machen Kämpfe wirklich Spaß. Und hey, guck mal, sogar Hope bleibt diesmal wieder stehen. Lassen wir ihn einfach mal mit seinem Bumerang mitspielen. Lass die Erwachsenen kämpfen. Hope spielt mit dem Bumerang. Kiste her. Wo ist er? Da ist sie. Was ist in dieser Kiste? Mal gucken. Wir haben hier Seeuferschuppen. Juhu. Ich bin gerade glücklich, eine Schuppenflechte loszuwerden. Da wird mir schon wieder eine neue aufgedrückt. Herrlich. So. Ignorieren wir einfach. Einmal hier drüber. Glücklicherweise haben wir die Gegner hier schon besiegt. Deswegen können wir hier einmal drüber wandern. Hopp, hopp, hopp. Hüpfen wir von Fels zu Fels. Wir könnten auch schwimmen, aber das wäre viel zu einfach. Deswegen wandern wir lieber. Was haben wir hier? Haben wir da irgendwas? Nö, haben wir gar nichts. Gut. Hopp. Das ist dieses hässliche Viech. Dieses olle Krötenviech, welches neue von den anderen Krötenviechers holt. Gut, glücklicherweise muss man nur gegen den hier kämpfen. Im Moment, na, wohlgemerkt. Weil dieser Dissorophois holt nämlich gleich noch seine ganzen Family dazu. Es ist genauso schlimm wie so ein Murloc. Deswegen muss man das hier ein bisschen zügiger machen, gleich ab in Schock mit ihm. Und eigentlich darf der gar nicht den Boden berühren. Der muss völlig komplett aus der Bahn geholt werden. Deswegen werde ich jetzt hier einfach mal auf zwei Brecher umstellen. Zack. So. Das macht den Kampf angenehm, übersichtlich. Wir haben keine 50 Gegner, wir haben einen. Der gibt zwar weniger Kristallpunkte, ist mir auch egal. So. Haben wir hier unten noch irgendwo eine Kiste oder sowas? Da drüben hätten wir noch eine Sears-Statue. Wir könnten es hier an dieser Stelle auf einen Präventivschlag auslegen, wenn wir Glück haben. Haben wir aber nicht. Typisch. Warum sollten wir auch? So, Hope, es ist wieder Zeit für dich schlafen zu gehen. So, wir gehen erstmal auf die kleinen Viecher. Komm schon. Wir machen das Ganze hier ein bisschen gemütlicher. Zwei Brecher, ein Heiler. Auf die Art und Weise können wir hier ein paar Rundumschläge verteilen. Und wie man sieht, es funktioniert. Es funktioniert. Darauf kommt es ja im Endeffekt an. Gut, bis darauf, dass Hope hier gerade wieder einen auf Schnarchnase macht und wie der Meinung ist, den Boden schützen zu müssen. Ohne einen Gegner. Es gibt ja so Schafe, ne? Die können sich quasi totstellen. Nein, die, wenn man den Stress aussetzt, dann kippen die um und kriegen irgendwie gar nichts mehr auf die Reihe. Da lebt sogar noch einer von diesen Viechern. So ein Mist. So, komm. Bong. In der Luft gekillt. So etwa ist Hope. Oh, Gegner. Tot. Hauptsache totstellen. So. Das gleiche Spiel. Ab auf zwei Brecher ist mir egal. Müsste mir Schaden machen. Sam. Doch, doch. Das sieht ganz nett aus, so. Buff. Ja, so sieht es doch schon besser aus. Immer schön im Abwechseln. Also schön im Wechsel. Jetzt müsste eigentlich gleich Fang dazu kommen. Zack, ab nach oben mit ihm. Und gibt's ihm. Irgendwie war das doch gar nicht so gut mit zwei Brechern. Egal, lassen wir einmal durchgehen. Haben wir geschafft. Darauf kommt es doch im Endeffekt dann wieder an. So, super. Gibt's zwar nur drei Sterne, aber das soll mir egal sein. Wir sind hier durch. Wir können jetzt hier durch diese kleine Höhle wandern. Und hoffen, dass wir hier jetzt keine weiteren Gegnermassen sehen. Ja, ja. Ich dachte gerade eben, das wäre eine Fake-Kiste, aber nein, die ist echt. Wunderschön.
Tiefseeschuppen. Hm, ja, super. Ich kriege hier Schuppen ohne Ende. Bei dem Wetter oder bei dieser Optik ist das ja auch kein Wunder. Schon ziemlich eklig hier. Aber ich glaube, wir kommen langsam... Oh, da drüben sehe ich schon einen Speicherpunkt. Das ist schön. Hui! Hey, Sarah. What dreams are you having up there? We walked pretty far today. Let's rest up and start out fresh tomorrow. How's Sarah? Same as we left her. Feels so far away now. Sarah says she wants to talk. She'd probably prefer if you skipped the lectures. Hey! Once we're home, what's your plan? You're getting married, right? What's that? Sarah wants to know. Don't scare me like that. You are getting married, aren't you? Don't you let her down, you hear me? Don't worry. This tear will be her last. I'll make sure of that. That's all I need to know. You will see her, right? Don't go there. No room for doubt. You're right. We'll see her again. And soon. You convinced me of that. So stay strong. Don't worry. We'll finish this and go see her together. Ja, 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 ja. Das war schon so eine kleine Sequenz hier. So, wir haben wieder neue Kristallpunkte. Es ist langsam wieder Ende einer Folge. Deswegen würde ich einfach mal sagen, weil das so wunderschön passt, dann werde ich noch einmal hier die Kristallpunkte verteilen. Da, 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 da. Beim Verheerer natürlich. Kling. Oh. Frostschlag, Feuerschlag. Och, ja, Feuer klingt immer gut. Danach werde ich abspeichern. Noch ein Abspeichern. Werde ich mir erstmal eine kleine Pause gönnen. Oh, was? Jetzt bekommt der erste Engel. Naja, gut. Hope braucht halt eben ein bisschen länger. Als andere. Ja. Haben wir ja schon häufiger gesehen. Hm. Gut, haben wir durch. Dementsprechend würde ich mal sagen, wir speichern hier einmal ab. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Final Fantasy 13, der Recast, nur für euch, exklusiv auf meinem Kanal. Empfehlt mich weiter, habt mich lieb, drückt mich ganz dolle und bis dann. Tschüss!